Yeah. Brassy girls everywhere. Titty ass hands in the air. So party over here. Shaking for the man of the year. Oh, man, man of the year. Ey Leute, was geht? Ich bin's wieder vom Black Squad und jetzt kommt schon lange kein Video mehr. Ich mache das Video ganz schnell, möchte es heute noch hochladen. Und zwar, es kam ein neues GTA 5 Mod-Menü raus. Und zwar ist es auf dem PC, das ist, ich glaube, vor ein, zwei Tagen rausgekommen. Darüber wollte ich jetzt unbedingt ein Video machen. Das habe ich mir vorgenommen. Und dann zeige ich euch das gleich. Und zwar, das ist jetzt auf dieser Seite. Da müsst ihr euch hier das hier downloaden. Das ist das hier. Und dann download, ja, das ist WinRAR. Ihr könnt auch 7-Zip hernehmen. Auf jeden Fall ist das das Menü. Ich habe es jetzt schon. Ja, auf jeden Fall könnt ihr das dann schließen. Hier ist das Menü. Ja, WinRAR halt. Dann müsst ihr euch, also dann geht ihr hier in den eigenen Dateienordner. Dann geht ihr, wo ihr GTA abgespeichert habt. Ich habe es im D abgespeichert. Dann auf Steam Library, Steam Apps und dann Common und GTA 5. Nun geht ihr auf... Also nun seid ihr hier drin und könnt die ganze Scheiße hier reinziehen. Also nicht das Readme, das nicht, sondern nur die drei Teile hier. Einfach reinziehen. Ich habe die jetzt schon reingezogen, also mache ich das jetzt nicht mehr. Und dann würde ich sagen, zeige ich euch in GTA 5 noch schnell die Steuerung und ciao. So, jetzt bin ich wieder und zwar, hier sind wir in GTA 5. Ich habe jetzt das im Story-Modus gemacht. Ich würde es euch nicht empfehlen, im Online-Modus zu machen. Also ihr könnt es auf jeden Fall machen, es funktioniert zu 100%. Aber ihr werdet relativ in 3-4 Tagen gebannt, schätze ich mal. Aber zurzeit, also Rockstar Games weiß das Ganze noch nicht und ihr könnt es jetzt noch schnell ausprobieren, falls ihr Lust habt. Aber ich probiere es jetzt nicht aus, da ich schon dreimal gebannt wurde. Und bekanntlich beim vierten oder fünften Mal, ja, ist kritisch. Auf jeden Fall zeige ich euch jetzt, wie das Menü funktioniert. Und zwar mit der F6-Taste. Nee, F5-Taste, öffnet ihr das Ganze. Ja, ihr könnt ihn auf jeden Fall abonnieren hier so, auf jeden Fall frische Werbung. Dann mit dem Numpad, mit 8 geht ihr nach oben und mit 2 geht ihr nach unten. Und nach links und nach rechts geht ihr mit 6, mit nach rechts geht man mit 6 und mit 4 geht man dann wieder nach links. Also wartet, zeige ich euch das Ganze mal. Ich habe jetzt selber noch nicht so... Also mit 5 geht man in das Menü rein und mit 0 kommt man dann wieder raus und mit 0 ist man dann ganz draußen. So, ich zeige euch jetzt noch ganz kurz, also F5, dann zum Beispiel, ich will jetzt ein Auto spawnen vom Supersportwagen, zum Beispiel den Edda. Gut, dann sitze ich jetzt hier drin im Edda, richtig nice, da kann ich jetzt ein bisschen Scheiße machen und mit 0 gehe ich wieder zurück. Was möchte ich jetzt zum Beispiel? Fun Options. Hier kann man einfach irgendwelche Scheiße machen. Weapon Mods kann man sich auch alles geben. Also es funktioniert auf jeden Fall online. Hier hat man den IP-Loader. Ich kenne mich jetzt nicht so gut aus. Ich habe das Menü jetzt entdeckt. Und ich möchte es jetzt auch schnellstens auf YouTube hochladen. Okay, hier habt ihr jetzt God Mode und so einen Scheiß. On, off, auf jeden Fall. Läuft. Money Drop. Hier habt ihr ein bisschen Cash, so. Bisschen auf. Gut, dann nehme ich das jetzt noch ganz kurz auf, weil ich ein bisschen geldgeil bin. Steigt mal raus. Okay, ich habe schon so lange GTA 5 gespielt. Mit F steigt man aus, genau. Auf jeden Fall könnt ihr das jetzt sehen, das funktioniert. Ich habe jetzt eh schon relativ viel Geld. Okay, die wollen sich jetzt schlagen. Warum? Was habe ich getan? Komm her, du Pizza, du Bitch. Okay, ich habe jetzt auch ein paar Waffen. Ballern wir die schnell mal um. Hier schön in die Fresse, du Missgeburt. Ja, ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like, einen Daumen hoch da. Verbreitet es so schnell wie es geht. Und ja, es kommen bald wieder Mods und so eine Scheiße. Und ciao.